quasi so dieser Grundschulbereich. Und bei Fünfjährigen müssen wir auch ein bisschen gucken, dass es dann passt. Wir haben da jetzt schon super Erfahrungen gemacht, weil im letzten Jahr war ein Fünfjähriger dabei und der hat es super gemacht und die Gruppe war ganz harmonisch zusammen. Also prinzipiell steht das allen von 5 bis 7 offen. Dieses Bandorientierungsjahr ist so konzipiert, dass die Kinder jedes Instrument hier ausprobieren können, um sich später quasi für eins zu entscheiden. Deswegen sind überhaupt keine Vorkenntnisse nötig. Wenn das jemand mitbringt, Wissen, sei es denn, er kann schon ein bisschen Noten lesen, er weiß etwas über ein Instrument, das ist natürlich von Vorteil. Und die Sachen sind auch so konzipiert, dass da jeder gut mitkommt und bewusst einfach gehalten, dass keiner überfordert wird und auch keiner unterfordert wird. Es hat bis jetzt super funktioniert, jeder hat es hingekriegt. Wir haben natürlich den klassischen Rockband-Bereich vollkommen abgedeckt mit natürlich Schlagzeug ganz hoch im Kurs und der E-Gitarre. Und dann haben wir natürlich noch den E-Bass. Dann haben wir natürlich dazu noch E-Piano bzw. Keyboard. Wir haben noch Percussion dazu genommen. Und bei Percussion gibt es sehr viele coole Sachen, die man machen kann, weil es sehr vielseitig ist. Also da gibt es dann die Cajon, dann gibt es die Bongos, dann gibt es den Shaker, dann gibt es Glocken. Ja, also die Stücke sind alle rockig, bluesig gehalten. Das Besondere ist, dass die Kinder dann immer Playbacks kriegen, mit denen sie zu Hause üben können und quasi eins zu eins das umsetzen können. Die Kinder haben es sogar geschafft, schon im letzten Jahr sich eigene Texte dazu zu überlegen. Normalerweise mit anderen Leuten des Orientierungsjahrs die Einzelinstrumente ausprobieren. Wir treten dann als Rockband auf. Ich als jetzt Bandcoach kann natürlich dann auch sagen, weil ich mich in jedem Instrument ein bisschen auskenne, was da so passieren wird. Und es ist natürlich immer gut, wenn der Schüler genau weiß, das hat mir am besten gefallen, weil das die Motivation natürlich am größten, später weiterzumachen. Alles Weitere kann man natürlich dann hier im Supersekretariat der Musikschule erfragen.